Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Alle Geräte sind Battlefield tot. Bad Company 2. Durch den ganzen Scheiß an gruselig. Glaubt ihr, Kirilenko ist in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen das so oder so stoppen. Es könnte sein, dass das jetzt schon die letzte Mission ist. Die vorherige Mission war sehr, sehr anstrengend. Oh, halt. Oh ne, die stehen da alle sehr bescheiden für mich. Kann ich nicht. Uff. Danke, geht doch. Okay, hat das wenigstens ein bisschen funktioniert da gerade? Gut, damit ist der weg. Sehr schön. Oh, fuck it, das ist... Okay, ich bin am Arsch. Ich bin hier mal sowas von am Arsch jetzt gerade. Kann ich mal... Danke. Oh. Dass ich das überstanden habe, wundert mich doch schon fast. Wo stehen... Da oben. Alter. Die standen da aber etwas sehr ätzend. So, ich hätte dann jetzt gerne einen Save Point. Damit ich den Scheiß nicht potenziell nochmal machen müsste. Okay, bei der Absicherung ja, kommt danke. Ihr nicht alle rein. Wir geben Feuerschutz. Ihr geht vor und wir kommen schnellstens nach. Alter. Habe ich ja mal richtig schön kassiert gerade. Gut, hi. Ah, da oben. Oh, da unten. Bitte,
find's so lustig, wie die dann immer so hochspringen. Hallo. Alles klar bei dir? Gut siehst du aus. Echt witzig, Marlow. Wenn wir hier nicht krepieren, werde ich dich häuten wie ein Elch. Hey, das Flugzeug bewegt sich. Seht nur, wie groß das Ding ist. Das ist eine AN-225. Eine größere Version der AN-124. Die größte, die je gebaut wurde. Das Ding kann mit 253 Tonnen beladen werden. Ich kenn mich aus, was? Warum hat die Waffe nicht auch das Flugzeug zerstört? Naja, scheinbar ist sie Mittelpunkt einer Skalarwaffe sicher, aber außerhalb ist es... So oder so. Glaub nicht, dass wir das Ding abmontieren können. Wer hat Lust auf eine Flugzeugentführung? Auch etwas ungewünschtige Formulierung, aber hey. Startet! Wir sollten uns beeilen! Da runter! Ja, ich lauf ja schon. Also viel schneller kann ich nicht. Okay, finde die. Und wo ist Sweet? Achso, da. Ich wollte gerade sagen, den lassen wir doch hier jetzt dann nicht da alleine auf der Startbahn. War eine lange Nacht. Warten, planen. Aber warum ist es in den Dingern vor der Dämmerung immer am dunkelsten? Manchmal muss man nur ein kleines Licht einschalten. Okay. Das war dann diese Folge, die war dann relativ schnell. Press, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los. Okay, vielleicht sollte ich. Ah, nee, ich denke. Mist, dann los! Press! Schieß endlich, schieß! Hä? Press, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los! Ja. Mist, dann los! What the fuck? Press, stech den Kerl ab, nimm seine Waffe. Los. Mist, dann los. Press, schieß endlich, schieß. Gott sei Dank, Waffen, aber kaum Munition. Dito, verdammt. Ich decke dich mit Munition ein, aha. Scheiße, unten bleiben, da sind noch mehr. Wir haben es nicht, oder sind wir zu gut? Mhm. Jo. Halt. Kommt ihr mal? Danke. Ja, und der Flieger würde dabei mit hochgehen.
du dich? An das Cockpit? Ja, alles hier oben gespeichert. Keine Sorge. Okay. Okay, wer ist schon mal ein Flugzeug geflogen? Nun, darüber denken wir später nach. Auf. Schön. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Sie sind hinter der Tür. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Okay, hat nicht so gut funktioniert, wie ich es geplant hatte. Nicht mehr bitte. Shit, ich bin gleich tot. Danke. Oh, Glück gehabt. Uff. Da ist es, das Cockpit. Endlich. Scheiße. Scheiße. Die Wände stürzen gleich ein. Ja, und? Komm, könnt ihr auch mal was machen? Fände ich nämlich ganz gut. Wo zum Geier ist Kirilenko? Wir sind etwa 130 Kilometer von Texas weg, nähern uns schnell. Sarge, uns läuft die Zeit davon. Gentlemen, das Gemisch, das Sie mir gegeben haben, wird uns vor der Explosion schützen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Viel Spaß. Dass wir nicht in den Waffenraum konnten, stimmte nicht ganz, oder? Nein, aber... Ach, scheiß drauf. Der Ruhestand wäre eh schnell langweilig geworden. Sie sind zu spät. Wir sind fast am Ziel angekommen. Das bezweifle ich. Mach mal. Was? Was tun Sie da? Zurück, Jungs! Hey, Showtime. Okay. Okay, und jetzt nichts wie raus hier. Okay. Keine Ahnung, was ich da machen sollte. Okay, jetzt muss ich Kirilenko in der Luft abknallen oder was? Okay, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Das sollte ich doch geschafft haben, oder? Hi, kann ich meinen Fallschirm haben? Wenn das meiner ist. Okay, ich hoffe, dass das jetzt nicht problematisch ist mit der Musik. Okay, okay, ich schätze, ich hätte früher oder später mal vorbeikommen müssen.
Was machen wir jetzt? Zart? Du bist so still. Tja, da musst du wohl Marlow fragen. Dank ihm bin ich jetzt offiziell im Ruhestand. Ah, verdammt gut gemacht, Marlow. Ich? Ach Quatsch, Sweets. Was ist mit dir? Weiß nicht. Es war cool, aber dieser Spec Ops Mist ist nicht so mein Ding. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich feiern. Und ich weiß auch schon wo. Da gibt's ein Mädel, die heißt Chantal. Die kann dir... Still, gestatten! Also irgendwie bezweifle ich das mit Ruhestand, um ehrlich zu sein. Nicht bei der Truppe. Es gibt immer noch eine letzte Mission. Die amerikanische Regierung dankt Ihnen von ganzem Herzen. Mhm. Es tut mir zwar leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen alle mitkommen. Na ja, klar. Warum denn, Sir? Die Russen. Sie marschieren ein. Sir, nein, tun Sie nicht. Wir haben gerade Ihre Superwaffe zum Teufel gejagt. PS. Invasion fällt aus, Sir. Nicht hier. Sie kommen über Alaska. Okay. Alaska. Manchmal hasse ich's, recht zu behalten. So viel zum Thema Ruhestand. Das war Battlefield Bad Company 2. Ich finde es eigentlich komisch, was heißt komisch, interessant, dass, dass bislang noch kein dritter Bad Company Teil erschienen ist. Vielleicht hat sich, nicht Battlefield einfach zu sehr gegen die Wand gefahren, um einen vernünftigen Nachfolger vom Bad Company herauszubringen. Würde mich nicht wundern. Was zumindest... Okay, ich bin ja kein Battlefield-Spieler, aber was ich so von den aktuellen Battlefield-Ablegern immer so mitbekommen habe, die Dinger kommen ja nicht gut weg. Keiner der neueren Ableger kommt relativ gut weg. Also, hey! Gut. Wie gesagt, dann sind wir jetzt mit Battlefield durch. Und dann schauen wir mal, was als nächstes dann kommt. Also... Es war schon eine ganz interessante Erfahrung, mal so ein Battlefield zu spielen für mich. Es ist nicht ganz meine Art von Shooter, würde ich mal so sagen. Ich glaube, ich bin da eher so der Typ für Halo. Aber nun gut. Jedem das, was ihm am meisten liegt, würde ich sagen. Muss ja nicht... Ich muss das Spiel ja nicht für andere madig machen. Also es ist ja auch ein gutes Spiel. Es hat ja auch Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht das längste Spiel, aber das muss es ja auch nicht. Ich machte den Humor eigentlich ganz gut. Also ganz gerne. Der hat mir ganz gut gefallen. Einige Abschnitte fand ich in einigen der Missionen etwas sehr, sehr anstrengend. Da fand ich das Level-Design nicht ganz so optimal, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber nun gut. Vielleicht sieht das anders aus, wenn man da ein bisschen anders vorgeht, beziehungsweise wenn man da vielleicht einfach besser in Shootern ist, als ich es bin. Kann durchaus der Fall sein. Ich bin halt einfach nicht so gut in Shootern. Also in den meisten Shootern. Es gibt da viel... ein paar vereinzelte Shooter kann ich ganz passabel, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen ist Shooter nicht so ganz meins. Naja. Das ist halt einfach so. Und gerade wenn das so Shooter sind, wo man sehr, sehr schnell dann stirbt und das Spiel einen dann aktiv ins Kreuzfeuer setzt, ist das für mich nicht so optimal. Damit komme ich nicht so ganz klar, würde ich mal so sagen.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Abspann geht. Also, ich habe eigentlich den Eindruck, dass der Abspann nur relativ kurz geht. Ich kann auch theoretisch schon das Spiel beenden und sowas alles. Aber ich finde es eigentlich schon richtig, den Abspann zu Ende laufen zu lassen. Jetzt kommen, glaube ich, die ganzen lokalen Dinger, wenn da schon EA Romania steht. Dann. Okay, da sind. EA Certification, okay. Ja. Eigentlich schon traurig, wenn man darüber nachdenkt, wie sehr Battlefield also gefühlt von vielen gegen die Wand gefahren wurde. Oh, das Spiel ist inzwischen schon 12 Jahre alt oder was? Interessant. Okay. Ich wollte gerade sagen, das scheint durch zu sein. Also ich glaube, dass das gerade wieder von Anfang an, von vorne anfängt. Daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.